Willkommen zurück. Ich hoffe, wir haben den richtigen Weg genommen. Kann ich sie irgendwo verstecken? Wo laufe ich überhaupt hin? Da ist auf jeden Fall der Hund. Wie gesagt, es ist gefährlich. Bleib dicht bei mir. Okay. Ich will nur nach Hause. Ah. Okay. Hier waren wir jetzt noch nicht drin, aber was? Familienfoto, endlich. Fleisch unseres Fleisches, Blut unseres Blutes. Danket unserem Herrn. Hier waren wir doch auch schon drin. Illuminados 4.3. In Hochachtung vor seinem Meister bot das Volk seine teuersten Besitztümer an. Der betagte Bauer sein feinstes Getreide, der schmächtige Schweinehirt sein kräftigstes Schwein, die verarmte Alte ihr geliebtes Kind. Der Meister sah die Geschenke und war zufrieden. Keine Ahnung, ob wir das schon gelesen hatten oder nicht. Aber hier waren wir doch schon. Komm. Aha! Jetzt wird ein Schuh raus. Was ist das hier? Eine Eule. Aufzeichnung des Dorfes, Band 2. Die Männer jubelten, als sie sahen, wie das Boot über den See schnellte. Dieses hervorragende Benzin wird uns den Fischfang deutlich erleichtern. Das Eisenwerk wurde erst vor einem Jahr erbaut und doch leistet es unserem Dorf bereits gute Dienste. Unsere Sicheln und Messer glänzen wie nie zuvor. Die zwei Fische, die uns der neuliche Handel beschert hat, fressen nahezu alles und entwickeln sich prächtig. Auch die Fischfarm im Sumpf hat exzellente Fortschritte gemacht. Tagsüber unterrichtete ich die Kinder im Lesen und Schreiben und in der Mathematik. Jeden Abend esse ich mit einer der Familien, um mir ihre Klagen und das neueste Gerede anzuhören. Und all dies unter dem Dach eben dieses Heimes, das wir gemeinsam errichteten. Seit ich das Dorf der Außenwelt geöffnet habe, entwickeln wir uns gut und die Menschen sind glücklicher. Sie haben sogar begonnen zu lächeln. Eine seltsame Gruppe Männer in schwarzen Roben ist aus der Burg ins Dorf gekommen und hat eine unheilvolle Flagge mit einer Insignie drauf gehisst, die wohl eine Spinne darstellen soll. Nachdem sie etwas von Erlösung und Vergebung gepredigt hatten, haben sie uns etwas injiziert, von dem sie behaupten, es würde uns vom Wahnsinn heilen. Können wir ihnen vertrauen? Ah, jupp, bis dahin war wohl alle tutti. Auch der Süße, sieht aus wie der Weihnachtsmann. Porträt eines Vaters, bitte bewache an meiner Stelle das Dorf und mögest du Fotos stets mit deinem Lächeln zieren.
könnte eine Mine sein. Das lang ersehnte Eisenwerk. Oder halt sowas. Aufzeichnung des Dorfes Band 1. Der Älteste hat mir heute das Dorf anvertraut. Er sagte mir, dass ich mich nach und nach mit meinen Aufgaben vertraut machen kann. Ich werde damit beginnen, Buch über das Dorf zu führen. Ich bin noch nicht so gut mit Worten, aber der Älteste ermutigt mich. Ich werde mein Bestes geben. In der Hütte beim See wohnt ein Junge mit seinem Großvater. Seine Mutter starb offenbar bei seiner Geburt. Der Großvater redet nicht viel, aber der Bursche ist sehr aufgeweckt und lebhaft. Heute hat er mir wieder eine Geschichte von einem Ritter erzählt, der einen Esel reitet. Der Großvater des Jungen ist erkrankt und sein Zustand verschlechtert sich mit jedem Tag. Der Junge macht sich große Sorgen und es geht das Gerücht um, im Dorf mache sich der Wahnsinn breit. Als ich gehen wollte, zog der Alte mich zur Seite und sagte, wenn etwas passiert, weißt du, was zu tun ist. Ich habe nur genickt. Es war eine furchtbare Nacht. Alle standen um die Hütte versammelt und sahen dabei zu, wie sie niederbrannte. Der Junge sagte kein Wort. Selbst als der Morgen anbrach, stand er noch regungslos da. Am nächsten Tag war er verschwunden. Oh. Hier kommen auch. Da, ah, das sind sie. Okay. Foto eines Jungen mit seinem Großvater. Den haben wir ja schon. Also den Großvater, glaube ich. Gesehen. Hatte der sich nicht in Wolf verwandelt oder so? Irgendwas quietscht hier. Bin ich doof? Ich hätte schwören können, hier hat was gequetscht. Ja, es ist der Boden. Also sollte ich, ups, hier die Kamera finden oder was? Aber der Hund soll doch auch hier sein. Ich sehe keinen Hund. Oh. Da, Hund. Aber der Hund ist doch jetzt hier lang, oder nicht? Moment, tötet der Hund jetzt die Dorfbewohner? Yeah.
frei? Alter! Ja gut. Irgendwo labert doch noch einer. Hier rüber. Gut. Mach von drüben für mich auf, okay? Also ich verballer hier ungemein Munition für Nüsse irgendwie. Gut gemacht. Oh. Hier ist aber noch irgendwo was. Ach so. Irgendwo betet hier noch so ein Dude. So. Das klingt, als wäre es hier drin. Okay, hier sind ganz viele. Würde ich jetzt sagen. Ich würde sie gern irgendwo parken. So, von hier kam ich. Wo soll ich denn hin? Da oben hin. Also wieder hier dran vorbei. Ich würde gerne einmal zum Händler wieder. Hast du einen Auftrag? Ja.
Okay, du ist besser. Stimmt's? Kann ich dir an der Nasenspitze ablesen? Einsame Spitze, Fremder. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Danke. Kräuter sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, so. Töten, einfach alles. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Probier mal, ob's passt. Hier. Wie du es hast, angenehme Reise. Warum sehen die jetzt hier so aus, als würden die immer noch stehen? Sie trotzdem gern irgendwo parken. Entfern dich. Alles klar. Entfern dich. Will sie mich verarschen? Geht trotzdem überall noch 17 Mal rein, ist mir egal. So, hier haben wir jetzt aber alles. Ja. Okay. Da ist eine Schublade.
Egal, ist jetzt so. Mir egal. Können denn nicht irgendwo so Mülleimer oder so? Ah! Ey. Ach, leck mich doch. Die ganze Zeit RT gedrückt. Also, nein. Das machen wir hier nicht. Wo bin ich jetzt? Hier bin ich. Ich will sie trotzdem gerne irgendwo parken, bitte. Komm hier rein. Okay, du kannst. Gut. Und bleib da. Ey, ich wollte schießen. Sag mal. Halt, stopp hier jetzt. Kann sie jetzt bitte einfach mitkommen? Entdeckung!
Ich aber. So. Ich würde das ja benutzen, ne? Aber... Irgendwo hier ist noch eine verschlossene Schublade. Ach nee, das ist noch da. Ich weiß, es geht dir nicht gut. Da musst du mal kurz mit leben, Junge. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Besten Dank. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Kann ich so... Wenn du noch was zu erledigen hast, soll... ...du dich besser drum kümmern, bevor du da lang bist. Ja. Du willst dich doch nicht den Rest deines Lebens fragen, was wäre wenn, richtig? Doch, vor allem will ich jetzt noch wissen, ob hier irgendwo noch so ein Scheißkasten ist. Auch mehr Kraut. Der stirbt mir hier gleich. Na gut, hier ist nichts mehr. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Nö. Komm. Moment. Wait. Oh nö. Und ich bin fast tot. Du. Hey, hör zu, wegen vorhin. Ja, lass hören. Hey, du hast die vermisste Senorita gefunden. Die Senorita hat einen Namen, okay, Ashley. Und Sie sind? Ich bin Luis. Encantado. Schön. Das wäre geklärt. Also, wer bist du? Und was machst du hier? Antworte ich gern, aber leider. Versteck dich, los! Wenn das so ist, hier, hilf mir! Ashley, schnell! Geh! Oh, Moment. Ja, ja, halt die Klappe. Dann kann's losgehen. Entspann dich. Cowboy.
Ja. Ja. Gut. Der Plan war ein anderer. Wir versuchen das beim nächsten Mal nochmal an der Stelle.